Ja! So! So! Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Ich habe was Gesundes nötig. Deswegen testen wir heute von der lieben Caro und dem lieben Andreas, bekannt aus Goodbye Deutschland, den Zero Burger, den Fitness Burger Mallorcas. Freunde, es ist schlechtes Wetter. Ich bin ziemlich K.O. Deswegen lass uns jetzt loslaufen, Blocki, oder? Alles klar. Baywatch. Some people think den Sam-Song noch am Anfang? Da hat er richtig Bock drauf, was? Somebody help, we need somebody. Und wieso ging das, was? I'll be there. Okay, der jetzt schüttelt er hart. Be alright. Wie wär's, Freunde? Ich mal in so einer roten Baywatch-Shorts und dann so rettend am Meer. Ich war übelster Baywatch-Fan früher. Schreibt mir in die Kommentare, wer war auch Baywatch-Fan. So dieses Wasser, also dieser Pool, dieses Schwimmbad, was sie benutzt, mit den immer wiederkehrenden selben Algen so. So richtig schlecht. Ey, ihr müsst euch das mal heute auf Super RTL oder so angucken. Dann denkt ihr euch, was habe ich dafür geguckt, Alter. Aber Mitspiel kennen, beste, Alter. Ich bin Tesla auf. Sag mal, Caro, was hast du für Wetter mitgebracht hier? Das habt ihr mitgebracht. Wir haben das Wetter mitgebracht? Ja, sicher, bevor ihr da wart, was für das Wetter. Ja, herzlich willkommen hier. Ironman-Diner. So starten wir rein. Caro, hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, gehen wir doch mal rein in unser Ironman-Diner. Würde ich auch sagen. Anne, komm mal kurz her. Na, komm mal wirklich kurz her. So, du siehst ja, wie du aussiehst. Ja. Und du siehst ja, wie ich aussehe. Was denkst du denn, was für einen krassen Diätplan du brauchst, um solche Oberarme und solchen Körper zu kriegen? Anni, wirklich, das ist schwach. Das ist wirklich schwach. Kaum zu schaffen. Ich weiß nicht, was hast du genommen? Ja, deswegen, Freunde, ihr könnt mir jetzt mal schreiben hier in die Kommentare, wenn ihr meinen Diätplan sehen wollt, damit ihr genauso Adonis-gleich aussieht wie ich. Ja. Buddy, ich zeig dir jetzt deinen Diätplan, okay? Wie Diätplan? Ich brauche keinen Diätplan. Nee, ich hab hier was für dich. Okay, alles klar. Das sind wir heute hier. Ja, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Nee, das überlassen natürlich den Profis, der Anni und den Caro. Die haben nämlich hier ihre Fitnessburger, Fitnesspizza, alles sehr kalorienarm. Und direkt hier neben habt ihr euer Iron Gym. Deswegen passt es, dass hier das Iron Diner ist. Was ist das Besondere? Ich lese hier erstmal Burger, Pizza. Besonders soll ja Fastfood sein. Was wär's mal am liebsten? Fastfood. Die erfolgreichsten Restaurants der ganzen Welt ist McDonald's und Burger King. Ja. Also, was essen wir am liebsten? Fastfood. Und wenn das Fastfood dann noch gesund ist, kann ich den ganzen Tag Fastfood fressen. Ich brauche dieses gesunde Zeug nicht mehr. Ich brauche nicht mehr Reis, ich brauche nicht mehr Brokkoli und sondern ein Stück Fleisch. Ich kann zwischendurch auch mal sagen, 2, 3, 4 Mal die Woche, pass auf, jetzt haue ich mir einen Burger rein. Voll. Ja, Burger, Kartoffelecken dazu und was weiß ich, ein Pudding und ein Gofre dazu oder sowas. Kann ich mir alles reinhauen, kein Zucker drin, nehme ich nicht zu von, ist gesund, ist viel Eiweiß drin. Richtig. Warum kann ich denn hier essen? Was ist denn hier das Besondere? Was macht das Brötchen aus? Das Brötchen hat 4 Gramm Zucker auf 1 Kilo Mehl. Also es ist gar nichts. Und das Fleisch hat 3% Fett. Also 3 Gramm Fett kann ich gleich mal zeigen. Das ist ein Witz, ist das. Die Waffeln zum Beispiel, da hat Caro jetzt 3 Jahre gebraucht, um die hinzukriegen, weil in der Zwischenzeit haben wir 3 Waffeleisen weggeschmissen und ja. Also es war eine Katastrophe, das Zeug. Also viel rumgetestet, bis da ist kein Stück Zucker drin, kein Stück Mehl drin. Ne? Also schmecken da drin noch. Es muss natürlich auch schmecken. Fast Soße auf dem Burger? Soße auf dem Burger sind 0-0 Soße, kann ich auch gleich mal zeigen. Ja. Für alles 0-0 Soße. Digga, das heißt, da ist wirklich noch Hoffnung da, dass aus uns irgendwas noch werden kann, Digga. Da ist was drin, auch ohne Chirurg kriegen wir das noch hin. Ein kompletter Totalschaden ist da noch. Nicht. Oh, das freut mich zu hören, dass da noch Hoffnung da ist. Ja, geil. Ja, achso, und noch eine Sache. Wie viel Gramm Eiweiß waren es auf dem Burger? 60 Gramm irgendwie? 60 Gramm auf dem Burger. Also auf dem Iron Burger sind ungefähr 60 Gramm Eiweiß. Stark. Gute Eiweißportion. Ja, Pizza? Ja, was ist Pizza? Das Pizza zu sagen? So Pizza gibt es zusammen, ist eine Pizza, also auch wieder mit 4 Gramm Zucker auf 1 Kilo Mehl, was wir so mehr nennen. Und ja, schmeckt wie eine normale Pizza. Die Zutaten teilst du dir ein, je nachdem wie viel Eiweiß du brauchst, haust du den Ei drauf, haust du den Schinken drauf eben. Pizza ist nicht so eiweißhaltig, hat höchstens nur 30 Gramm Eiweiß, aber ist eben eine Pizza. Habe ich gehört, ist halt auch frische Tomatensoße. Tomatensoße, frische Tomatensoße, Tomaten sind da drin, eben 0-0 Käse, also fettfreier Käse und. Ja. Und das musst du natürlich bei einer Pizza, ist auch so ein Ding, das ist ein Kunststück, eine Pizza zu machen, das muss schmecken. Als erstes muss der Teig schmecken und dann müssen die Zutaten da drauf noch schmecken. Und das ist also bei Pizza sogar noch etwas schwieriger wie beim Burger. Also für alle, die zu Hause in Deutschland auf ihre Figur achten, gerne zum Sport gehen, aber trotzdem am Ballermann sind natürlich schon ihre Figur schaden durch Alkohol, werden es hier wieder ein bisschen auf bei euch im Allgemeinen. Ja, Alltag. Das ist ungefähr so, ich gehe zu McDonald's und nehme eine Cola Zero dazu. Ja, genau. Das machen wir halt wirklich immer mit der Zero Cola, aber das ist eine andere Sache. Wir essen jetzt, ich habe Hunger. Ja. Liebe Caro, um unseren Zuschauern ein bisschen die Vielfalt zu zeigen, würde ich sagen, wir nehmen ganz normal einen Iron Burger. Ja, sagen, mit
200 Gramm den normalen. Das reicht, genau. Finde ich auch immer schöner, man schmeckt dann mehr den Burger, finde ich. Wenn zu viel Fleisch drin ist, hast du überwiegend. Nee, den kann man auch schlecht essen dann. Und der 100er ist so klein. Dann machst du uns hier, was ist die beliebteste Pizza bei euch? Ist ganz unterschiedlich, ich würde eigentlich sagen, die entweder ja doch die Iron Mix mit Hähnchen. Nehmen wir die Iron Mix mit Hähnchen, klingt super. Und dann mal so als kleines Bonbon oben drauf den Poseidon Burger mit Gambas. Da bin ich gespannt, wie der aussieht, ja? Der sieht toll aus. Meiner ist ja nicht, mal kein Fisch, ich mag keine Gambas, aber ist sehr gern gegessen. Alles klar. Sollt ihr alles kriegen? Top, vielen Dank. Vielen Dank. Und wie hast du dir. Nee, ich lerne immer noch. Ich bin noch in Holzkirchen an der Schule. Jetzt hieß Andreas Gedichte aufsagen. Andreas hat das Gedicht gelernt. Alles klar. Ich bin voll der Holzkirchen im Lernen. Ne? Aber ich lerne immer noch, aber ich glaube, ich spreche besser. Klar, ohne Frage. Das ist ein Lehrerkind, das ist eine alte Streberin. Das sind die, die von denen wir früher immer das Milchkind in der Schule weggenommen haben. Ja, ja, ja. Anni, mal eine Frage. Was war denn für dich der Hauptgrund, dass du irgendwann ausgewandert bist? Das Wetter. Das Wetter war der Hauptgrund, warum ich ausgewandert bin. Das Wetter. Und dann eben wurde das also auch immer böser in Deutschland. Ich finde, die deutschen Leute sind in den letzten Jahren auch immer böser geworden. Es ist jetzt kein Vorwurf an die Leute. Es ist natürlich so, die Umstände machen das aus. So, wir kriegen das voll mit in unseren YouTube-Kommentaren, ne? Wie viel Hass es gibt. Dieser Hass, wo ich mir manchmal denke, ich glaube, bei euch ist es auch, ihr polarisiert ja auch. Ja, klar. Ich habe noch niemals in meinem Leben etwas negativ kommentiert. Ne? Ja. Immer habe ich die Zeit nicht, ne, dafür. Genau, selbst das wenn ich sie mir nehme, dann nur um nette Sachen zu sagen. Entweder, ja. Ne? Gut, konstruktive Kritik. Ja, wenn man so ausüben möchte, dann gerne. Von mir aus, ich würde es nicht machen. Aber so das ist mir viel zu viel anstrengend. Das ist mir einfach zu anstrengend, da irgendwo auf eine Seite zu gehen mit irgendeinem, der jetzt sagen wir mal fett ist oder so, einfach zu beleidigen. Was habe ich davon, mit was für einem Recht mache ich das? Okay. Und da auch. Ich habe gar keine Zeit oder keine Zeit. Es macht einfach gar keinen Sinn. Nein, die Leute hier sind so, wenn du jemanden nicht magst, der lässt dich links liegen. Ja. Ne? Das war's. Oder auch wenn du von der Meisterschaft kommst. Von der Meisterschaft kommst du hier, ey, wie hast du das gemacht? Was für Vorbereiter hast du? Wie hast du dich vorbereitet? Und so. Mhm. In Deutschland so, einer bulliger Fresse. Ja, wie denkst du? So. Immer das Negative. Immer das Negative. Voll schade, ja. Das ist richtig schade. Und wie wir gerade schon abseits der Kamera gesprochen haben, das schöne Licht hier, was du hast. Ne? Wie Andi gerade schon meinte, selbst auf der Autobahn hat ein schönes, gelbes, warmes Licht. Ne? Genau, alles. Ganze Straßenlampen, wenn du nachts rausgehst, ganze Straßenlampen, das strahlt schon Wärme aus, weil wir gelbes Licht haben, warmes Licht. Ich weiß nicht, warum sie in Deutschland in jede Scheißlampe eine Birne einbauen, die also eine Krankenhausatmosphäre schafft. So ein Kühlschranklicht. Ja, richtig, Kühlschranklicht. Genau so sieht's aus. Ne? Also, das ist eine Katastrophe, ist das. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich provozieren wollen oder. Das ist doch. Wir saßen in Düsseldorf in einem Café vor 3 Wochen, oder für 4 Wochen. Ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen, ich weiß nicht, was es war, mit einer irren Lautstärke uns vorbeigefahren. Alleine da fängt der Stress schon an. Hier geht das und fahren vorbei. Die sind ja nicht so laut. Und schalten auch diese Sirene aus. In Deutschland. Mama, 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 Mama. Aber das sind einfach so viele Kleinigkeiten, so diesen Alltag so stressig machen. Ne? Ja, genau, das darf ganz das viele kleine Sachen. Guck mal, da fängt der Stress schon an. Ja. Den Stress machen die sich selber. Warum fängt der Stress schon bei so einem scheiß Polizeiauto oder gut, da fängt er sowieso immer der Stress mit an. Aber, aber bei so einem scheiß Krankenwagen oder so, warum fängt der Stress schon mit dieser scheiß Sirene an? Ja, voll. Ne? Da geht es doch schon los. Ne? Und das geht dann weiter mit dem Licht. Dann geht es los, dass die Leute ein Gesicht ziehen. Das ist ja auch ganz klar, warum die ein Gesicht ziehen. Bei der Umwelt, was ja mit dem Mist, mit dem sie vollgestopft werden auch und so weiter. Nicht nur von den Medien, auch was sie sich selber so reintun. Ne? Ja. Was sich so einreden. Dann hast du immer, die Deutschen sind immer so, die sind sich auch nie einig. Es gibt ja immer, das ist wohl auch so gewollt, dass da immer mehrere Meinungen sind oder auch keine Meinung ist. Also die Welt, darüber haben wir gerade gesprochen. Ne? Wenn sich mal jeder so auf sich konzentrieren würde, dann wäre man schon viel ausgeglichener, dann wäre man auch erfolgreicher. Klär erst mal vor deiner eigenen Haustür, mach erst mal dein Leben in Ordnung und lass doch andere bitte auch mal leben, wie sie wollen und versuche ja nicht dein scheiß Leben denen aufzubringen. Die wollen vielleicht gar nicht so leben. Vielleicht möchte ich so rumlaufen, wie ich rumlaufe. Richtig. Als ich hierher gekommen bin nach Mallorca, einen Tag davor, bin ich erst mal 1300 Leuten auf Instagram gefolgt, weil ich mit diesem Neustart hier mir das gar nicht mehr angucken wollte eigentlich. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wollte ich gar nicht mehr damit konfrontiert werden. Ja. Wir haben Bock, auch so rumzulaufen, wie wir aussehen und so weiter. Das ist einfach so. Und dann lass mich doch in Ruhe. Ja, so müssen du, glaube ich, bestens verstehen. Ja, wir wählen, wa? Ja, so ist es, ne? Kann ich auch. Ich denke, du bist so angefeindet, weil du so aussiehst, wie du aussiehst, ne? Nee,
bei mir ist das nicht so toll, aber ich denke, Menschen, die polarisieren und sowieso in der Öffentlichkeit stehen, wo man sich halt eine Meinung bilden kann. Ich kann mir natürlich bei denen, der negative Kommentar da schreibt, keine eigene Meinung bilden. Weil er sich ja dahinter verstecken kann. Ja, meistens ist es eine Blume oder eine Katze. Oder und selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen. Und das macht uns ein bisschen aus, oder Andi? So sieht's aus. So, Freunde, und jetzt, wie gesagt, nach dieser kleinen Ansprache, ein kleiner Appell auch mal von mir. Freunde, lasst uns einfach mal diese ganze Sache, die ganzen negativen Sachen, einfach mal wegkehren und einfach mal ein bisschen Liebe verteilen in den Kommentaren und an unsere Mitmenschen. Einfach mal ein bisschen harmonischer werden, runterkommen, schöne Zeit haben, nicht immer nur über negative Sachen reden. Das wollte ich nochmal sagen. Ganz viel Liebe an euch da draußen. Und jetzt würde ich sagen, essen wir noch eine Kleinigkeit. Wort zum Dienstag. Wort zum Dienstag, genau, danke. Und auch ganz wichtig zu sagen ist, bitte unbedingt unseren Zweitkanal Vlocki und Shovi folgen. Unterstützt den mal, da kommen richtig, richtig lustige Folgen. So voll, Mann. Alles, was so ja, mit unseren Hauptfolgen halt nichts zu tun hat. So ein bisschen Lifestyle, ein bisschen was wir hier so erleben. Das ist der Trash-TV vom Vlocki und Shovi, Digga. Ganz einfach. Ja, und da kommt auch bald ein Interview, der interessant ist. Deswegen, ja, abonnieren. Und jetzt haben wir da auch schon die 10.000 Abonnenten geknackt. Deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön an euch. Vielen Dank. So, jetzt geht's los bei euch. Wer möchte den Iron Burger probieren? Ach, stell einfach hin. Hier wird alles bürgerlich geteilt. Genau. Einmal den Iron Burger. Okay. Und einmal haben wir den Poseidon Burger. Wow, das sieht sehr, sehr gut aus. Geil. Vielen lieben Dank. Dankeschön, liebe Caro. Sagt ihr bitte Bescheid. Alles klar, lasst es euch schmecken. Die Pizza kommt danach. Also, was mir als erstes auffällt, schau mal. Wir sind ja die Burger-Experten. Aber es ist ein richtig, richtig softes. Wann? Na? Wir haben hier schön, mal schauen, ganz normal Tomaten, saure Gurke, Putenbacon drauf, ein schönes Spiegelei, zerlaufenden Käse, der ist sehr, sehr schön zerlaufen, wie man hier sieht, mag ich sehr. Ich würde sagen, wir schneiden den mal an, oder? Machen wir Hälfte, Hälfte, oder? So, machen wir mal hier den klassischen Mittelschnitt. Dafür, dass das so, also sieht es einfach schon mal überkrass aus und ist so gesund. Das kann nur gut werden. Das sieht wirklich lecker aus. Und das sage ich nicht nur, weil ich die beiden schon so ins Herz geschlossen habe, sondern weil das wirklich lecker aussieht. Freue ich da auf jeden Fall. Ja. Soll ich anfangen? Ich bitte drum. Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Dass ich wirklich dachte, ein Burger. Wir haben ja ein Burger-Battle zu laufen in Berlin. Wir suchen den besten Burger Berlins und wir haben sehr, sehr viele Burger schon getestet. Okay. Und ich dachte, Soßen ohne Zucker, wenig Fett im Fleisch, Bun und so, ob das geschmacklich was wird, aber ich bin gerade so überrascht. Es ist auch, wie gesagt, es muss nach Fastfood schmecken, das ist erstmal wichtig, weil Fastfood ist das Geilste, was es gibt. Ja. Die Soßen haben nicht nur keinen Zucker, die haben gar nichts. 0,0 Soßen von allem. Kein Salz, kein Zucker. Ob ihr mir das glaubt oder nicht? Direkt einmal den zweiten haben. So sieht es im Rohzustand aus. Such mal das Fett. Das ist die Firma, die stellt uns das so her. Das ist extra für uns angefertigt. Das ist natürlich krass, ne? Das ist einer der größten Schlachtereien auf Mallorca. Und die macht uns das extra so fertig. 3% Fett. Nach dem Burger kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr hier auf die Insel kommt, dann alle Mallorca, Arenal-Urlauber, kommt hier vorbei, geht dann wieder auf die Folge und kommentiert, ob ich recht hatte. Andi, geil. Du hast auch sehr viel Liebe reingeschickt, dass es so schmeckt, wie es schmeckt. Ne? Der ist gebaut. Der ist zusammengeklatscht. Der ist einfach gebaut. Das sag ich auch mal, du musst einen Burger bauen. Du musst den bauen. Du darfst ihn nicht einfach so zusammenballern. Der Burger muss gebaut werden. Und wenn du den einfach zusammenklatscht, dann schmeckt es auch. Ja. Ja. Super, super lecker. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Ich hab auf Burger-Battle angelehnt, ja? Ja. Digga, wenn ich jetzt was vergeben müsste. Ja. Wer ist nur 9? Das ist krass. Du kennst Spaß jetzt. Ey, das ist auch wirklich eine juicige Sache, Digga. Ja. Ich mal den Satz ein bisschen. Okay, 3, 2, 1. Und sei bitte ehrlich. Sei richtig ehrlich. Hä? Was? Caro, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Aber ihr habt eindeutig richtig gemacht. Danke, das beruhigt mich jetzt echt. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber bis jetzt haben wir eigentlich noch irgendwas Negatives gehört. Ihr braucht euch gehört. Auf keinen Fall verstecken. Das also definitiv nicht. Nicht verstecken. Das tun wir auch nicht. Das ist richtig krass. Das ist nicht nur ein Ei und Dein, das ist ein Burgerland für mich. Natürlich. Ja. Ich kann hier wirklich guten Gewissens jetzt sitzen und danach ins Fitnessstudio oder davor gehen und sagen, du alter Charmeur. Oh. Du kannst wirklich sagen, du hast da nichts Schlechtes bei gegessen. Es ist Leitkäse. Das fühlt sich aber verdammt schlecht an irgendwie. Also im Sinne von, dass man... Du kannst auch drei essen.
dass man denkt, dass es ungesund ist, aber es ist nicht ungesund. Es schmeckt verdammt gut. Es ist kein ungesund, es ist 100% gesund. Das ist wie ein Steak mit Gemüse, was du gegessen hast, lass es dir schmecken. Genau. Vielen, vielen Dank. Also wirklich großes Kino. Das ist so saftig. Mädels, wie hat es an euch geschmeckt? Perfekt, ja, super. Super, die Soße, ein Traum. Und das Fleisch, perfekt. Sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Wie sympathisch einfach hier alles und ich schwör's dir. Ihr kommt aus Österreich. Ich sag dir jetzt wirklich, das meine ich sowas von ernst, Digga. Das ist für mich auch nicht mal nur eine 9. Das ist einfach genau der Vibe vom Burger, den ich mag. Das ist wirklich eine 9,5. Ja. Ich schwör's dir, ich finde den überkrass. Wahrscheinlich auch, weil die Erwartung halt, wie gesagt, von Fitness und Bra davor war. Digga, ich finde den richtig gut. Den könnte ich jeden Tag essen hier. Ja, safe. 100%. Leider schon am Samstag geschlossen, habe ich gehört. Vielleicht nochmal davor hergehen, um mal so Burger reinzuwirbeln. Wir haben den Gamba-Burger hier mit Aioli. Schönes Brötchen ausgehöhlt mit Feldsalat. Sehr gute Idee, damit da nämlich nichts rausfällt, wenn du den Burger isst. Ne? Dann machen wir uns den zu. Und? Teilen uns das nochmal hier in der Mitte. Oh, jetzt kommt der Poseidon. Jetzt kommt der Poseidon. Da riecht es schon nach Knoblauch, ne? Gambas. Die Aioli ist halt eine Aioli, ne? Aioli ist eine Aioli. Das ist aber nicht mal hin, aber, ne? Nächstes Jahr noch ein neuer Burger kommt. Und zwar ist da dann auf einem Burger die Soße drauf, die auf dem Big Mac ist. Das ist dann der Andreas-Burger. Boah, das wird der Andreas-Burger. Das wird der Andi-Burger. Ja, geilste Soße. Geil. Die auf dem Big Mac ist, das ist die allergeilste Soße. Auch hier. Besser kann man nicht machen. Es ist noch schön, dass du kleine Garnelen drin sind, dass du nicht große reingepackt hast, sondern so mehrere immer in einem Biss hast. Guck mal hier. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ohne Spaß, ohne Stein, ohne alles. Der beste Garnelenburger meines Lebens. Hab noch nicht so viele Garnelenburger gegessen, aber schon einige. Das war einfach wirklich einer der besten Burger, die ich so davor gegessen habe. Mit keinem Spaß. So. Und der Andi und die Caro, die haben uns hier für nichts bezahlt. Viele schreiben immer, wenn wir so hoch bewerten, er wurde bezahlt und bla bla bla. Da haben wir aber wieder das negative Thema, ne? Ja, lassen wir mal heute, ne? Richtig. Super. Jetzt könnte man höchstens sagen, ihr habt Angst, was Schlechtes zu sagen, weil ihr bei uns trainiert und ihr Angst habt, dass Andreas euch zu doll durchzieht. Ihr dann überlaufen könnt. Nee. Auf jeden Fall nicht. Ey, es ist ein richtig guter Aioli. Eine richtig kräftige Aioli, schöne, zarte Gambas, Digga. Butterweiche Bun. Ey, daran ist einfach nichts auszusetzen. Und wenn am Gericht nichts auszusetzen ist, dann ist es ein gutes Gericht. Das ist ein sehr guter Burger. Ist es so? Das ist so. Eiweißfett.de zum Beispiel. Dann isst du einmal die Woche Kohlenhydrate und hast ansonsten immer nur Eiweiß und Fett. Ja, wir hatten gerade den Andi gefragt, wie viele Kalorien dieser Burger hat, der erste, den wir hatten. 500 wird der Ironburger haben, der 200 Gramm Burger. Der 200 Gramm, der große. Der große. Dann hat er aber, hat er nicht. Wir das haben, Fleisch, ich habe gerade nachgeguckt, 100 Gramm von dem Rindfleisch hat 147 Kalorien. Ja. Sind 300 sind Kalorien. Sind ungefähr bei 500 Kalorien, genau. Plus das Brötchen. Allerdings sind das Kalorien, die du verwerten kannst. So, ich bringe euch noch zwei Teller. So. Oh. Softe Sache auf jeden Fall. Digga, ich will hier gar nicht so klingen. Weißt du, man will ja immer noch echt rüberkommen, das ist echt. Alleine schon der Geruch, der von dem Teller kommt hier. Guck mal hier, ist einfach. Fühlt sich einfach geil an. Sieht doch sogar smooth aus, wenn du da abbeißt, oder? Ihr seht ja beim Abbeißen, wie smooth das aussieht, wie Schurke schon meinte. Ein geiler, weicher Teig, vollgepackt. Mit guten Zutaten, mit Leitkäse. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen, dass da irgendwas drauf ist, was nicht rauf soll. Einfach auch geil. Und ihr seht ja, wie leidenschaftlich ich da reinbeiße, ne? So, Schnuppi, mein Herz. Ja, krieg ich auch noch, wenn du da sagst. Na, ich schneide jetzt hier was Schönes ab. Eine schöne Stelle für dich rausgesucht hier. Ist alles drauf. Bitte schön, mein Engel. Ja, ich danke dir. Für den perfekten Biss. Noch viel smoother, als ich gedacht hätte. Habe ja gar nicht gebissen. Das kannst du ja mit dem Mund abziehen. Schon sehr, sehr geil, ne? Man muss immer mal überlegen. Andere Läden mit anderen Zutaten haben ganz andere Möglichkeiten und schneiden nicht wirklich besser ab. Ne? Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde ja eigentlich bei den Soßen, den Burgern, jeglicher Zucker, Fett, alles fehlt da. Und Caro und Andi haben es einfach geschafft, aus den Zutaten für eine gewisse Zielgruppe was Perfektes zu schaffen. Und macht doch einfach Spaß, hier zu sitzen. An deiner Geschichte gerade angeschlossen, dass andere Läden ja ganz andere Möglichkeiten haben.
meinte Andi gerade auch. Ja, heutzutage kannst du gerade deinen Socken frittieren. Frittier ihn und der schmeckt gut, ne? Ja, ey, ich muss auch noch mal, ne? Geil. Ja, ja, ne? Dieser kleine Kavalier. Ja, wir wollen euch nicht schmeißen. Jetzt gehen wir zum Andi vom Iron Diner ins Iron Gym. Ich glaube, zeigen wir euch auch gleich nochmal. Ne? Das zeigen wir denen gar nicht, das zeigen wir denen auf unserem Zweikanal. Oder so, bei Blocki und Schlurvi. Ganz richtig, deswegen abonnieren da drüben, ne? Genau, und dann hingehen und das Video ist schon da. Wenn ihr es auch öfter sehen, schreibt mal in die Kommentare. Ja. Hoffentlich. Ihr seid jetzt fest, Ja, müssen wir ja. Öfters kommen, ansonsten, wir wissen, wo ich bin. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Teil 2 sehen wollt. Die beiden wollten uns vielleicht mal ihr Lieblingsrestaurant der Insel zeigen. Und auch ja, das Safari Nera. Ein saugeiler Laden, gibt es schon etliche Zeit und da arbeitet der Chef doch selber. Der ist zwar schon, glaube ich, 118, aber er arbeitet selber in der Kasse. Also wir haben mehrere Lieblingsrestaurants. Oh, das Safari Nera ist schon der Klopper. Wir gehen jetzt rüber zu dir ins Iron Gym, drehen auch noch ein bisschen da unsere kläglichen Versuche für unseren Zweitkanal. Und ja, wir sehen uns. Schön, dass ihr da wart, schön, dass es euch geschmeckt hat. Schön, dass wir euch kennenlernen. Nur ein Gas, Vollgas. Macht's gut. Kannst du?